Jo Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seid schon am Titel. In der heutigen Folge werden wir einen Hide-and-Seek nochmal hacken. Zum Verständnis, ich habe allen gesagt, die heute dabei sind, heute normale Hide-and-Seek-Folge, ich werde nicht hacken. Und genau aus dem Grund sucht heute wer anders. Also ich selber werde nicht suchen, weil sobald ich suche, denkt jeder, dass ich hacken würde. Das Problem ist, ich hack auch, wenn ich nicht suche, Digga. Es juckt mich nicht. Leute, ihr seid im Hintergrund. Wir sind hier heute auf einer chilligen Farm-Map unterwegs. Sieht zum ersten Moment ganz normal nach einer Hide-and-Seek-Map aus. Ihr seht schon da hinten ein paar Büsche, Felder zum Verstecken, ein paar Gebäude, dies, das. Ist auch alles schön und alles normal. Also es ist halt auch eine Hide-and-Seek-Map, ne? Es gibt super viele verschiedene Verstecke, deswegen alles legit, Bruder. Aber Leute, auch auf dieser Map gibt's einen, ich sag mal, kleinen Geheimgang, der allerdings nicht für den Sucher ist, sondern für die, die sich verstecken. Und zwar, ihr seht schon im Hintergrund, Leute, es gibt so eine Art Mini-Casino. Da kann man reingehen. Wenn man hier jetzt einmal durchgeht bis zur anderen Seite, kann man hier einen Knopf drücken. Hoppala, wo geht's denn hier rein? Und Leute, ihr seht, hier haben wir wieder alles am Start. Komplette Ausrüstung, was man so braucht, Bruder. Von Jetpack bis, keine Ahnung, Crabler. Wir haben sogar Shockwave-Granaten. Wir haben sogar Waffen. Wir können theoretisch sogar den Seeker einfach töten. Und jetzt kommen die Besonderheiten, Leute. Wir haben einmal, wenn wir hier draufgehen, haben wir einfach 10.000 HP und 10.000 Schild. Hier kann man den Eingang auch wieder zumachen, da oben, dass kein anderer reinkommt. Dann haben wir hier noch eine Option, dass wir uns ganz klein machen. Also dann werden wir wirklich so ein kleiner Skin. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Flight-Modus, Leute. Damit können wir dann quasi rumfliegen. Wenn wir uns dann für den ein oder anderen Hack oder Cheat entschieden haben, können wir hier reingehen, Leute. Und ihr seht schon, da spawnen wir einfach über der Map und können die ganze Zeit zugucken, wie dann derjenige halt sucht. Ich habe noch keine Ahnung, wer gleich suchen wird. Ich frage jetzt mal, wer dabei ist. Aber Bruder, es ist schon wieder so OP, Mann. Und was halt klar ist, wenn wir hier oben sind, kann man uns halt nicht finden und wir werden wahrscheinlich gewinnen. Aber gut, Leute, das werden wir an der Stelle dann jetzt in der Folge sehen. Das Geile ist, Leute, das muss ich noch erwähnen, wir können von hier oben aber runterschießen. Und das heißt, die anderen Leute so verraten. Wir können Krach machen, wir können die snitchen, weil wir sehen die ja, wir sind in deren Team. Und Leute, ich werde in der heutigen Folge wieder alle Hops nehmen. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, ganz, ganz wichtig. Wir starten rein. Let's go. Okay, Leute, bevor wir jetzt das Video starten, brauche ich noch ganz kurz eure Hilfe. Und zwar habe ich aktuell eine kleine Kooperation mit Rise of Kingdoms am Start. Leute, ihr seht es hier gerade. Und es gibt ein kleines Problem, denn der liebe Standard-Skill auch. Erstmal, Bro, ich gönne dir das. Aber vielleicht kann sich ja der ein oder andere noch an früher erinnern, wo ich mal ein Diss-Track gegen den gemacht habe. Standard-Skill macht Minus bei den V-Bug-Deals. Bro, ey. Und warum auch immer geht Stan jetzt die ganze Zeit nur auf mich in Rise of Kingdoms. Deswegen, tut mir einen Gefallen, Leute. Link in der Beschreibung. Kommt in meinen Clan und wir zerstören den. Allein schaffe ich das nicht. Ich brauche eure Hilfe, Mann. Rise of Kingdoms selber ist ein strategisches Schlachtfeld, Leute. Hat einfach eine unglaublich geile Cartoon-Grafik. Das sieht wirklich so aus, wenn ihr das gerade zockt, als wäre das so eine animierte Szene aus einem Trailer oder so. Aber ihr zockt es wirklich. In dem Game hat jede Zivilisation verschiedene Stadtstile. Und was ich euch empfehlen kann, Leute, Wikinger feiere ich zum Beispiel persönlich am allermeisten. Die sind, was Infanterie angeht, übel krass. Die hat mit der geringsten Leistung widerstehen und kämpfen können. Es gibt bei den Wikingern zwei verschiedene Kommandeure. Ragnar Lobrok und Björn Ironside. Ein junger, tapferer Krieger. Leute, generell Stani, ich sehe gerade seine Truppen. Der hat Barbarossa. Barbarossa ist einer von 50 historischen Helden in dem Game. Oh, Bruder. Jetzt kommt er mit seinem Hermann Hinterhalt. Allein dieser Name. Glaubt mir, Leute, ich werde alle aus meiner Allianz rufen. Und ich werde den so klappen, Leute. Checkt das mal ab. Link ist in der Beschreibung. Und für alle, die das von euch runterladen, gibt es noch eine kleine Überraschung. Ihr habt die Chance, ein iPhone 12 Pro zu gewinnen und eine Nintendo Switch und eine Amazon-Karte. Wenn ihr den Code 2021 Viking verwendet, bekommt ihr noch Baba Ingame-Belohnungen. Helft mir, eine richtig krasse Armee gegen Stani aufzubauen, damit wir Stani komplett auseinandernehmen. Deswegen joint meinem Clan, Leute. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst uns entscheiden, welche Zivilisation am stärksten ist. Mach dich bereit für die Wikinger. Ja, Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hide and Seek. Ohne Hacks. Heute ganz normal Hide and Seek hier auf meinem Kanal. Und heute zusammen mit einmal Kidmail, was geht? Wa alaikum salam alaikum salam alaikum. Dann zusammen mit Schmocki, Leute, was geht? Hallo, ich brauche eine Outfit-Bewertung hier, ja? Schlitzbanane. Null Punkte. Dann zusammen mit Blaze, was geht? Ja, ich bin hier schon Sommertauchvorbereitung. Ja, das ist Standard, muss sein. Und mit Live-Luke, was geht ab? Servus. Und ja, Leute, ihr seht es im Hintergrund. Wir spielen heute mal auf einer Farm-Map Hide and Seek, Leute. Es gibt hier unendlich viele Sachen zu verstecken, weil jeder schon wieder denkt, ich würde hacken. Unter anderem Live-Luke. Die ganze Zeit. Schmocki und jeder. Ich werde nicht suchen.
Ganz einfach. Wer will suchen? Ich würde sagen Kidmave, oder? Kidmave, du nimmst ja eh auf. Also. Ja, jetzt? Erste Runde? Ja, du suchst direkt. Digga, ich werde heute nicht suchen, weil sonst sagen wir wieder alle, du hältst. Deswegen, ich würde sagen, Spiel beenden, wir starten rein. Und let's go, der Hase, Digga. Okay, Leute, da, wir sind in der Runde, wir starten rein. Jeder muss sich direkt verstecken, let's go. Und wir haben jetzt, ich glaube, eine Minute nur Zeit. Also wir müssen echt Vollgas geben. Und ich kenne die Map halt echt absolut gar nicht. Deswegen, Eine Minute? Ja, oder? Ja, warte mal. Ah, ja, noch eine Minute. Ja, leider. Einfach. Okay, Schmocki, Achmed, ja. Mute dich mal kurz. Ja. Yeah. Mute dich, du darfst nicht hören, wenn wir reden. Also, falls einer von euch ein Barber-Versteck findet, ich komme auch. Und ey, wir dürfen keine Tipps gegen gleich Achmed geben oder so, ne? Boah, Junge, wo kann man hier hin, Alter? Es gibt halt 1000 Büsche und so. Ja. Aber das war's. Gibt es bestimmt ein so ein richtig heftiges Versteck, was man überhaupt nicht finden kann. Ja. Oder Wolf geht einfach out of maps, das geht natürlich auch, ne? Nee. Zeit schon rum? Ja, komm, Jalla. Zeit ist um? Ja, du kannst kommen. Digga, was für Zeit ist rum? Okay, let's go. Oder was habt ihr jetzt gemacht, Digga? Was habt ihr jetzt gemacht? Was ist der Catch daran, dass ich jetzt suchen muss und Lukas diesmal sich versteckt? Bist du irgendwo außerhalb der Map? Ich? Nee, bin ich nicht. Safe. Wetten, keiner ist locker hier. Irgendwie alle sind andere Dinge. Spielwiese oder so. Ja, wir sind alle Spielwiese. Kann ich sehen, du bist gerade bei diesem Café, bei diesem Eisladen, ne? Okay, wenn du mich sehen kannst, dann... Dann bist du wohl nicht out of Map. Hä? Ist das eine Drop-Night-Map? Ja, ist einfach eine Drop-Night-Map. Ja, okay. Die sieht mir auf jeden Fall ziemlich krass im Bild aus. Junge! Ich weiß, ich bin irgendwie voll verwirrt, Digga. Vor allem, warum musste ich irgendwie die ganze Zeit nicht stumm und durfte nichts hören? Ja, weil das illegal ist. Seit wann ist in den Toiletten richtig Kacke drin? Danke für die Info. Kein Problem, aber... Woher weißt du das? Weil ich nicht auf Toilette war. Bro! Warum sagst du Bro? Mir ist gerade so ein Fail passiert. Leck mich am Arsch. Das war so schlecht. Okay, ich dachte, ich bin an dir vorbeigelaufen. Nee. Hallo, Lukas? Bist du? Digga. Hallo? Wo bist du hin? Wer war das? Warum bist du da geraten? Bro, irgendwer macht hier Harrekeks, Digga. Ich weiß nicht wer. Ja, aber irgendwer bounced hier rum, Junge. Als Maul, Junge, du bist das. Na, was? Vor allem, aber wo bist du hingebounced? Bist du auf dem dieses auf was, Baum? Digga? Bro, ich war's nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab grad kurze Zeit... auf dem Baum. Ich hab grad kurze Zeit ein bisschen reingeschissen. Ich sag's ehrlich, ne, aber... Ja, jetzt läuft's wieder. Ich sag, du warst auf dem Baum, Digga, und bist runtergefallen und hast dann wieder hochgekickt. Ja, scheiße, Digga, du hast mich. Ich war auf dem Baum. Ich war echt auf dem Baum, aber bin jetzt wieder oben. Nicht oben, ich bin woanders. Digga! Wie soll ich dich denn da runterholen? Ich dachte gerade kurz, hab ich gesehen. Nee, glaube ich nicht. Aber. Willst du mir einen Tipp geben? Der Baum ist schon mal der falsche, Digga. Der Baum ist schon mal der falsche. Einfach hier ist Among Us Charakter. Baum, sondern. Okay, Leute, ich bin jetzt einfach over the map. Ich bin einfach in der Luft. Und ich kann jetzt sogar fliegen. Ihr habt es gesehen, in diesem kleinen Heckraum. Konnte man auswählen, dass man fliegt. Bruder, ich bin eben einfach runtergefallen. Genau neben dem gelandet. Oh, shit. Das war so knapp. Aber Leute, ich glaube, der sieht mich hier oben nicht. Okay, der läuft jetzt die ganze Zeit weiter. Ich würde sagen, wir snitchen jetzt einfach mal die anderen. Wo verstecken sich die anderen? Ich will es jetzt mal sehen. Eigentlich sollten wir doch von oben irgendwen sehen. Ich glaube, da unten bei Tomato ist da wohl jemand. Oh, ich glaube. Leute, wir wollen gewinnen, also daher. Ich bin in der Nähe von diesem Haus, wo die Tomate oben drauf ist. Die Sache ist, mein Versteck ist so asozial, selbst das wird dir halt nichts helfen. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe von dem Tomatenhaus. Aber du kannst mich finden. Du kannst mich finden. Vielleicht bin ich auch im Tomatenhaus. Oder ich frage mich einfach nur, wer das mit der Impulsgranate war, Digga. Hä? Hallo? Bist du in einem Tomatenhaus? Hä? Nee, da ist keiner drin. Okay, dann nicht. Hä? Ich höre deine Steps! Hä? Warte, hast du mich auch gesehen? Jetzt kommst du wieder rein. Paul. Hallo! Hey! Endlich irgendwen gefunden. Darf ich ihn killen? Oh! Egal, mach ich trotzdem. Warte mal. Bin ja gar nicht im Tomatenhaus. Was denn? ich hasse es. Hä? Was? Ich bin nicht in Tomatenhaus. Nein, ich hab's einfach nur voll vercheckt. Wow. Wie kannst denn du seine Sicht sehen? Ey, Luca, tut mir übel leid, ne? Real Talk. Ich sehe nicht seine Sicht. Ich wusste auch nicht, wer da drin ist. Nur ich dachte, am Anfang in dem Haus, wo ich bin, ist eine Tomate drauf. Weil ich bin auf jeden Fall. Hast du das mit den Security-Kameras schon hochgeladen? Ja, ne? Ja, das hab ich schon. Ey, das war. Okay. Ich hab keine Security-Kameras, Digga. Da, wo du jetzt bist, ist ganz falsch, Digga. Keine Ahnung, ich höre deine Steps nicht, also ist ganz, ganz falsch. Ja, du hörst meine Steps nicht, Junge. Wärst du meine Steps im Tomatenhaus gehört, wenn du nicht da bist? Da habe ich deine Steps nicht gehört. Ich dachte nur in dem Haus, was hast du gesagt? Wäre eine Tomate drauf. Ist okay, Digga. Such weiter, alles gut. Mute mich mal kurz. Sound muted. Live Look, wenn du das siehst, es tut mir leid. Aber einen haben wir ausgeschaltet, Leute. Es muss aber noch weitergehen. Bisher ist es nur einer raus. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen finden. Wo versteckt sich noch einer? Place. Wir müssen eigentlich Place noch irgendwo durch die Mauern sehen. Ich glaube, wenn wir den finden direkt... Snitch. Ey, nee, Lukas nimmt ein normales Hide and Seek auf. Ja.
Aus dem Jahre 1979. Ja, einfach so. Ja. Ich liebe Heidensieg. Guck mal, Achmed, ganz ehrlich, nur weil du gerade zu dem Imbiss mit dem blauen Auto gehst, bist du nicht gleich was Besseres, okay? Du bist wirklich gerade 70 Mal mir vorbeigelaufen. Oh, was ist das denn? Was gibt es? Was denn? To Silo. Ja, wow. Funktioniert nicht. Hier ist ein Knopf, Digga, mit dem ich in dieses Silo reinspiele. Ja, die Map ist schon uralt. Funktioniert nicht. Er war ein Hä? Und jetzt kann ich da rein, ja. Aber man kann da nur rein, wenn man... Das Versteck ever, what the hell? Hast du ihn? Oder er war im Silo drin? Reingehen. Ich hätte einfach drin bleiben können. Ja. Ich hab ihm zuliebe bin ich rausgekommen. Oha, Digga. Krass, okay, da muss er jetzt okay, nur noch jetzt, mich letzte. Oder Blaze finden, Digga. Jetzt wird's keine kompliziert werden. So, Sekunde. Sound muted. Okay, Leute, wir müssen jetzt Blaze finden. Das Ding ist, ihr seht schon, ich habe mir gerade noch das Thermalvisier gesnackt. Wir suchen den jetzt. Der muss ja hier irgendwo sein. Und sobald ich den finde, snitch ich wieder. Ich sage einfach, ich finde es, aber... Bruder. Ich hab kein Eingeweiht. Es gibt doch nichts einzuweihen, hä? Okay, vielleicht ist es auch ein Video, Digga, wo er uns prankt, indem er einfach wirklich nichts macht. Ja, und das ist nämlich das Geile. Ein krasses Video. Jeder denkt, ich mache hier irgendeine Scheiße. Falls jemand ein gutes Versteck hat, sag mir bitte Bescheid. So, also das hat, ich glaube, er hat schon seinen Raum. Ganz kurz. Ready. Bist du nicht tot? Du darfst gar nicht reden, ne? Blaze, was geht so? Du lebst noch, habe ich gehört. Ja. Ja. Was geht bei dir? Hast du dich irgendwo im Busch versteckt, oder? Nee, Busch nicht. Du? Nee, gib mal einen Tipp, wo bist du? Komm, jeder von uns gibt einen Tipp. Ich bin am Rand der Map sogar. Am Rand der Map bist du? Ja, ja. Ey, wenn du dich rausglitzt oder so, das gilt nicht, ne? Da muss ich schon echt überfordern. Lukas hat dich rausgeglitscht, sag ich. Nein, ach, ich glitsch mich nicht aus der Map raus. Okay, Achmed, wenn ich du wäre, würde ich jetzt einfach mal komplett den Rand der Map abgehen. Ja, bin gerade dabei. Aber bis jetzt ist hier noch nichts außer Büsche. Wo ich bin, soll ich Tipp geben? Ja. Nicht in einem Gebäude. Oh, hier ist dann auch dieses Feld, Alter, von da tausenden Büschen, Digga. Da kannst du nicht rein. Nee, nee, da kann man da nicht rein? Fall. Du Gott, kannst Alter. Da rein, aber du kannst nicht in die Büsche rein. Kann man irgendwie auf die Bäume? Bin ich auf dem Baum, Digga. So ein Ehrenloser bin ich jetzt auch nicht. Oder du nimmst aber auch eine Map, Digga, die einfach aussieht wie... Es ist eine Farbmap. Einfach eine geile Farbmap. Das ist eine Farbmap. Ja, und hier ist Boden im Loch. Digga, guck mal, das Ding ist... Boden im Loch. Okay, Achmed, soll ich dir einen Tipp geben? Ich bin in einer Scheune. Noch ein Tipp, ich war in der Nähe, da wo Schmocki war. Hä? Ja, da ist doch die Scheune. Oder ich war doch schon hier in der Scheune. Boah, stell dir mal vor, er ist ein Prop. Nein, das würde man noch sehen. Und der Schuss war ziemlich laut. Oder? Du bist, ich höre deinen Schuss so laut, Digga. Komm ich da hoch? Boah. Boah, Digga. Oh. Lukas? Warte mal. Lukas? Ich war doch nicht in der Scheune. Oh Mann, Alter. Aber woher wusste du, Lukas? Ich bin Blaze gesnitcht. Verdammt, ich dachte, ich wäre in der Scheune gewesen. Ja, okay, jetzt sag mir, wo du bist, Lukas. Okay, ich sag dir so viel. Bin der Coolste hier. Warte, vom Dinger, ich hab eh schon gewonnen, ne? Ja. Eigentlich schon. Dann geh mal ganz an den Start. Kannst du uns doch aufklären, was du jetzt gemacht hast? Ich hab nichts gemacht. Ich hab mich einfach nur krass versteckt, Digga. Ja, bitte mal. Geh ganz an Anfang, ganz an Anfang. Och, Digga, ich dachte, man kann hier nicht rein. Schmocki, warum nicht? Hey, ich hab doch gesagt, man kann nicht in die Büsche, aber man kann rein, hab ich gesagt. Ich bin auch nicht im Feld, hä? Hast du echt? Ja, hab ich. Bist du jetzt am Anfang? Ja. Okay, aber ich wollte nur kurz sagen, da bin ich halt nicht. Ja gut, ich bin eh nicht am Anfang, ich bin halt in diesen Büschen drin. Soll ich dir zeigen, wo ich war? Zeig mal her. Zeig her. Komm, klein Bubi, ich komm. Eine Sekunde. Bin auf dem Weg, Mann. Guck mal, in die Mitte, in die Mitte. Guck einfach in die Mitte. Moin. Oh. Da ist ein Portal! Digga, als du sagst, ich bin bei der Tomate, dachte ich, Digga, du bist doch gar nicht bei mir. Ich hab euch so gefilmt. Wo warst du, Junge? Ich hasse dich. Soll ich zeigen? Erstmal gehen Props raus an meine 20.000 HP. Die waren auch wichtig heute. So, warte, ich zeig's eben. Aber ganz kurz, du hast Schmocki gefunden, komplett, ohne dass ich irgendwas gesneakt hab, Digga. Nicht schlecht. Hast eingefunden. Aber Real Talk, das war die letzte Hacker-Fortnite-Folge, Leute. Ab der nächsten Folge mache ich normal Heidensieg. Ey, ich mache wirklich die nächste Folge Heidensieg. Ja. Ich mache normales Heidensieg. Ja, Jungs. Weißt du, so auf den ersten Anblick, normale Farm Heidensieg. Aber auf den zweiten Anblick, Bruder. So, und die Map ist nicht selbst gebaut? Nein, die ist nicht selbst gebaut. Und warum gibt's sowas dann? Für YouTuber wie mich, Digga. Die einfach mal alle auseinandernehmen wollen. Deswegen, falls ihr Bock habt, ihr seht ja auch oben die ganze Zeit diesen Code von Fresh Fish. Checkt das gerne mal ab, Leute. Ihr könnt ihr auch eure Freunde verarschen, wenn ihr Hide and Seek spielt. Und zwar bin ich hinten ins Casino reingegangen. Da waren wilde Zeiten. Da warst du sogar auch drin, Achmed, ne? Ja. Oder? Ja, hast ja leider den Knopf nicht gefunden, ne? Komm mal mit, wir gehen mal hier Spielreihe. Hier hinten saß früher mein Vater schon immer hier. So, open. Hoppala. Geht's hier runter, ne? Ah! Oh moin! Oh mein Gott! Gute! So. Oh mein Gott! Aber hier, guck mal, hier lagen eigentlich. Hier lagen. Oder für euch sind die Waffen hier, oder? Sind die gespawnt? Nee, ich sehe nicht. Egal, hier, wo ich jetzt lang gehe, liegen 100.000 Waffen
Unter anderem ein Gewehr mit Thermalvisier, wodurch ich alle gesehen habe. 10.000 HP. Oh mein Gott. Fliegen und geht ins Portal. Lol. Moin. Wow. Du ekelhafter Digga. Warst du die ganze Zeit oben im Himmel? Ich konnte euch die ganze Zeit sehen. Ich bin hier runtergefallen, du warst da. Und dann bin ich schnell hier rein und dachte mir, oh shit. Nein. Doch. Oh mein Gott. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Heute mal ein nicht gecheatetes Hide and Seek. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Haut rein. Macht's gut, Leute. Peace.